Alle 45 Minuten stirbt ein Österreicher den plötzlichen Herztod. Laiendefibrillatoren oder kurz Defis genannt, sind das wichtigste Mittel im Kampf gegen den Herztod. Ein Kampf, dem sich der Verein PULS seit 2009 verschrieben hat. Als erste Stadt weltweit wird Wien flächendeckend mit diesen Defis ausgestattet. Parallel dazu wollte der Verein PULS das richtige Verhalten im Notfall bekannt machen und verpflichtete dazu zwei Testimonials, die passender nicht sein könnten. Die Wildecker Herzbuben. 1990 wurden sie berühmt mit dem Hit Herzelein. 2016 feierten sie ihr Comeback mit dem Hit Der Schock fürs Herzelein. Der eigens für die Kampagne komponierte Schlager vermittelt die Vorgehensweise im Notfall. Hilfe rufen, Herzdruckmassage durchführen und mit dem Defi schocken. Oder kurz rufen, drücken, schocken, da kann man nichts verbocken. Denn der Defi wird es geben, ein ganz ein neues Leben. Die Kampagne fand auf Rolling Boards, City Lights und E-Panels statt. Es gab zahlreiche Sonderwerbemittel, E-Panels als Selfie-Stationen, Events und den Refrain als Klingelton. Innerhalb eines Monats wurden alleine via Facebook 330.000 Menschen erreicht und das Musikvideo über 100.000 Mal gesehen. Damit wurde PULS zum Verein mit dem größten Wachstum in ganz Europa. Was aber am meisten zählt, gleich nach dem Start wurde nachweislich aufgrund der Kampagne ein Leben mit dem Defi gerettet. Und seither viele, viele mehr. Schock fürs Herzelein.